Hello guys, how are you doing? Ja, heute möchte ich unbedingt noch dieses eine Video raushauen. Ich habe heute mit einem langjährig befreundeten Kollegen von mir telefoniert und der ist schon seit längerem als Sales Solutions Consultant bei einem Dienstleister tätig, dort spezialisiert primär auf S4HANA, also SAP Supply Chain. Auch ein bisschen noch ein paar andere Themen wie DMS und ich glaube IBM WebSphere haben sie auch noch irgendwo im Portfolio. Und dieses Video soll darum gehen, hier eine Idee zu teilen, wenn es darum geht, E-Mail-Marketing B2B zu betreiben, und einen wirklich wichtigen und wertvollen Tipp hier möchte ich mal geben, denn wir alle wissen natürlich, dass mehr und mehr auch in dem Bereich ja, Enterprise Solutions, wie zum Beispiel S4HANA von SAP oder auch IBM, Oracle und wie sie alle heißen, Adobe, Salesforce, Commerce Tools und so weiter, dass man auch die Dienstleister und auch Hersteller vermehrt jetzt Online-Marketing-Strategien pushen und dort mit Hashtags arbeiten, mit Social Media, also Stichwort Social Selling und so weiter und so weiter. Aber hier ein sehr wichtiger Tipp meiner Meinung nach. Und zwar, wenn es darum geht, E-Mail-Marketing-Software zu nutzen, die jetzt auch immer vermehrt, also es gibt noch immer welche, die keine haben oder keinen nutzen von den IT-Dienstleistern, aber irgendwann nutzen sie dann auch alle, also die letzten übrig gebliebenen, die noch keinen HubSpot haben, noch keinen Pipedrive, noch keinen Salesforce, noch keinen SAP Marketing Cloud, Sales Cloud und so weiter. Die werden ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Wochen spätestens nachziehen. Ich rede jetzt hier von den IT-Dienstleistern, die teilweise eigentlich immer noch, ja, sagen wir mal, bestimmt noch 10-20% vielleicht übrig sind, die das noch nicht regelmäßig einsetzen oder unregelmäßig bis gar nicht. Ne? Aber das wird jetzt sozusagen auch über die Digitalisierungsschub, über die Krise, die wir haben oder hatten oder immer noch haben, auch nachgeholt alles. Long story short, es gibt mit anderen Worten eine S4HANA SAP Systemhaus, ein sehr renommiertes, immer namenslos natürlich hier auf YouTube, wo eben mein Kollege auch anonym eben auch eine sehr, sehr hübsche Position hat, auch dort viele, viele Nachfragen bekommen, die auch automatisch quasi inbound, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssen, weil es einfach ein sehr gutes Systemhaus ist, sehr renommiert und eben auch viele Bestandskunden haben. Aber es ist dort eine Marketingabteilung entstanden, die es so vorher noch nicht gab. Also es gibt dort dann jetzt einen Marketingleiter, die haben 3-4 Leute, neue Leute eingestellt, und wir sprechen hier von einem Systemhaus, das ich glaube, ja, so, weiß ich nicht, so 50 Millionen, 100 Millionen oder sowas insgesamt, also auch Teil von einer größeren Gruppe und so weiter. Müsste ich so mal nachschauen, wie viel die genau Umsatz machen. Aber davor war das Thema Marketing etwas stiefmütterlich. Man hatte vielleicht einen Marketingleiter oder so, die halt so ein bisschen was für Messen gemacht haben und so weiter. Aber jetzt eben innerhalb von 12 Monaten sowas haben die quasi dort ein richtiges sagen wir mal Marketing Competence Center aufgebaut und mit allem drum und dran, mit HubSpot, ja, mit einer Person oder zwei, die sich nur um Social Media kümmert, nur um LinkedIn, die andere kümmert sich nur um Facebook und so weiter, nur um YouTube. Man hat dort, glaube ich, sogar ein eigenes Studio, ein kleines, eingerichtet, wo man Filme dann drehen kann, in-house und so weiter und so weiter. Also dieses typische Phänomen, dass jetzt auch so mal die Letzten nachziehen und sich tatsächlich da auch ins Digital Marketing begeben, dort investieren und pushen und sozusagen Visibility aufbauen, Sichtbarkeit, Präsenz, Branding-Effekte dadurch auch mehr erzeugen und so weiter und so weiter. Alles, was dazu gehört. Und dabei haben wir hier in diesem Zuge ist natürlich so, dass sich dann von der etablierten, meist etablierten Vertriebsmannschaft, von den Vertriebsteams, dann noch parallel dazu eben diese neuen, etwas moderneren vielleicht auch Marketingteams langsam entstehen und aufbauen. Hier ist natürlich extrem wichtig, und das ist schon mal der erste Tipp auch, dass diese zwei Units aber halt sehr eng nahtlos im Idealfall miteinander zusammenarbeiten. Warum ist es so? Na ja, klar, weil alles, was Marketing macht,
macht es ja letztendlich mit dem Ziel, dass der Vertrieb Umsatz generiert, ja? Und dass es der Vertrieb leichter hat. Alles, was der Vertrieb macht, soll letztendlich positive Abschlüsse, Kunden befriedigen und so weiter, Bestandskunden weiterhin befriedigen, soll natürlich auch das Leben des Marketing wiederum vereinfachen, weil die dann wieder die zufriedenen Bestandskunden als Referenzen für ihre Marketingkampagne benutzen können und so weiter. Und das ist natürlich dieses nahtlose Zusammenspiel dieser zwei Entities, Marketing, Vertrieb und als dritte wäre dann noch der Service und Support zu nennen, ne? Das sind sozusagen diese drei Entities, die immer näher zusammenrücken und eigentlich mehr oder weniger verschmelzen auch, ja? Und auch mit dem, was sie machen, transparenter werden, immer mehr. Und da ist natürlich jetzt ein spezifischer Tipp, den ich hier habe fürs E-Mail-Marketing. Diese Firmen, die jetzt auch immer vermehrt dann E-Mail-Marketing-Tipp nutzen, zum Beispiel wie ClickTip, ClearSwift, Active Campaigns ist ein sehr, sehr dominantes Tool aus den USA. Ist auch wirklich nicht ganz billig, aber richtig gut eigentlich. Ja. HubSpot ist natürlich vielleicht das bekannteste aktuell sogar weltweit, auch in Deutschland, als Marketing-Tool, als CRM auch mittlerweile. Und was habe ich jetzt noch nicht genannt? Naja, auf jeden Fall, ja, Salesforce natürlich, SAP hat natürlich jetzt auch schon länger ein gutes. Also letztendlich sind es alles vergleichbare Tools, mehr oder weniger. Ja. Und dort sind natürlich automatisiert Listbuildings, die da entstehen, ne? Also über Kampagnen und so weiter, die ja auch teilweise mehr oder minder ein hohes Investment bedeuten für die Firma oder für das Entity Marketingabteilung. Hast du dort viele Eintragungen zum Beispiel, ja, und dann gibt es immer wieder einen Prozentsatz von Personen, die sich zum Beispiel eingetragen haben für ein Webinar oder für einen Download oder ähnliches, ein White Paper sich angeschaut haben und dann natürlich auch immer per DSGVO und so weiter natürlich immer die Möglichkeit haben, sich wieder auszutragen. Was ich hier als Tipp noch sagen möchte ist, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, warum es so wichtig ist, unglaublich wichtig, hier sehr nah zusammen zu arbeiten, was zum Beispiel Vertrieb übers Telefon, also etwas mehr Oldschool bedeutet. Jetzt muss ich mal kurz schauen. So, jetzt bin ich wieder da. Ich muss mal kurz schauen. Ich hatte nämlich das Essen schon auf dem Tisch. Ne? Wir haben ja immerhin jetzt schon 19:30 Uhr abends. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt extra noch die Zeit und share das auf meiner YouTube-Community, weil das eben ein sehr, sehr wichtiger Tipp ist. Also, dieser Tipp beinhaltet, dass einer der ganz, ganz großen Vorteile, wenn du im B2B, sagen wir mal, insgesamt mit einer Zielgruppe arbeitest oder sagen wir mit einer gekapselten Zielgruppe für ein bestimmtes Business Unit sind es häufig oder manchmal, sagen wir nur 1000, 2000, vielleicht 3000, wenn es hochkommt, Firmen, die überhaupt in deine Zielgruppe reinfallen. Ne? Also bei zum Beispiel bei einem Thema wie S4HANA ist es nicht recht viel mehr. Ja? Einfach rein mal so eine kleine Schätzung. Und wenn du, sagen wir mal, einer relativ begrenzten Anzahl von Firmen oder von Listen, mit denen du arbeitest. Ja, es ist natürlich schon eine ganze Menge, 1, 2000 Firmen, aber immer noch relativ überschaubar. Ja, was ganz anderes wird zum Beispiel im B2C, ja, wo du Hunderttausende hast oder Zehntausende. Dann ist halt der eine ganz große Vorteil, wenn du, sagen wir mal, mit Listen arbeitest und dort manuell diese halt auch nachverfolgst und E-Mails schreibst und so weiter, dass du natürlich hier vielleicht parallel zu den automatisierten Vorgängen immer noch manuell diese Listen auch vorhältst. Ja? Denn ihr weißt jetzt wahrscheinlich schon auch, was ich hinaus will. Denn in einer vollautomatischen E-Mail-Marketing-Software oder Kampagne, ne, in einem Team, Marketing-Team, in der Regel ist es ja so, dass wenn sich Leute mal eingetragen haben, dann wieder ausgetragen, dann sind die weg. Ja? Du hast dort letztendlich kein Archiv, keinen Link mehr zu den Personen mit ihren Kontaktdaten, die sich irgendwann mal eingetragen haben oder eingetragen hatten. Auch wenn die eventuell noch auch sehr wertvoll sein könnten für die Zukunft. Zukunft kann sein in 3 Monaten, 6 Monaten.
in 12 Jahren, in 12 Monaten oder auch in 2 Jahren. Also ich hatte in meiner Laufbahn als Sales- und Vertriebler schon Kontakte gemacht, mit denen ich dann ins Geschäft gekommen bin, Kontakte, die ich vor 3 oder 4 Jahren mal gemacht habe. Und dann hat das durch auch vielleicht per Zufall, aber auch einfach nur durchs Networking, dann in 2, 3 Jahren eben dazu, ist es dazu gekommen, dass wir Geschäft gemacht haben. Und dann auch sehr gut und sehr langfristig. Das heißt, dieser Tipp, dass du quasi dich nicht komplett abhängig machst von einer vollautomatischen E-Mail-Marketing-Software, egal ob das jetzt wie gesagt ClearSwift ist oder ActiveCampaigns oder SAP oder HubSpot ist oder ClickTip, was ich auch immer wieder benutze, oder Quentin, egal was es ist, wenn du dich dort vollkommen abhängig machst, kannst du natürlich nicht, also wenn du da eine Austragung hast, ja, was in der großen Masse, wenn du mit großen Massen arbeitest, nicht so schlimm ist. Aber wenn du mit einer sehr begrenzten Zielgruppe arbeitest, dann möchtest du halt vermeiden, dass du einfach nur, weil jetzt im aktuellen Moment, das ist aus einer Laune heraus, es kann sich jemand abmelden, weil er gerade gereizt ist oder genervt oder gestresst oder sonst irgendwas oder mit seinem aktuellen Job irgendwie unzufrieden. In 6 Monaten wechselt er den Job innerhalb der Firma und ist wieder vollkommen zufrieden, er ist aber immer noch relevant für dich. Und er hätte jetzt vielleicht wieder den Freiraum und den Nerv, deine Contente, deine Webinare und so weiter zu konsumieren. Jetzt muss er sich wieder von neuem eintragen. Es kann aber sein, dass in dem Dschungel da draußen sich ja nicht gar nicht mehr erinnert, begründet durch den Dschungel des Angebotes, was es da draußen gibt. Und dass er letztendlich dann mit einem Mitbewerber dann irgendwo landet. Du hättest aber noch besseres, mindestens genauso gutes Angebot und keine Chance mehr, ihn proaktiv zu kontaktieren. Deswegen halte immer ein Backup von dem, was du letztendlich automatisiert generierst, beziehungsweise manuell generiert hast und dann in deine Automatisierungssoftware überträgst. Ja? Wenn du dir zum Beispiel manuell das Okay einholst einer Person, dass du ihr in Newsletter verschicken darfst und diese dann manuell in deine Marketing-Software einträgst, ja, halte immer noch eine Backcopy, ein Backup davon, egal wo, es mir wurscht, ja, in deinem CRM, in deinem, was weiß ich wo, ja. Und das kann dir unter Umständen einen kleinen Vorteil bereiten. Und was DSGVO und so weiter betrifft, klar, wenn sich jemand ausgetragen hat, ne, dann schicke ich natürlich kein Zeug mehr. Ja, ist ja klar, das funktioniert ja auch gar nicht, weil er ist ja ausgetragen in der E-Mail-Marketing-Software. Du hast aber trotzdem noch seine Kontaktdaten. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn er sich in einem Newsletter austrägt, kann es trotzdem sein, dass er es nicht möchte, dass du ihn komplett löscht. Also letztendlich, ruf ihn trotzdem nochmal an. Ja? Du darfst immer eine Person anrufen, auch wenn er sich aus dem Newsletter ausgetragen hat, kannst du ihn sogar nochmal anrufen. Wir machen das sogar so teilweise, dass diejenigen, die sich austragen, ja, dass wir die auf eine Videovorlage automatisiert in unserem CRM dann haben, dass wir die nochmal anrufen. Denn nur weil sich jemand vom Newsletter ausgetragen hat, also quasi die E-Mail rauszieht, ja, heißt es das nicht, dass du nicht nochmal anrufen darfst. Ja? Weil du könntest ja ein Angebot haben, das er übers Newsletter gar nicht wahrnehmen kann oder wahrgenommen hat oder was auch immer. Das heißt, B2B ist grundsätzlich anders, sowieso wie B2C und B2B Enterprise ist nochmal ein bisschen anders, weil Serverseite so undurchsichtig ist und so komplex, ja, was die tatsächlichen Bedürfnisse deiner Zielgruppe aktuell sind oder sein können, dass sie teilweise selber nicht wissen, dass du ein wirklich gutes Angebot hättest oder auch Beratungsdienstleistung, was wirklich aktuell auch einen Bedarf hat. Ja. Und von daher ist es auch rein rechtlich so, dass du jederzeit ja, davon ausgehen kannst, dass deine Dienstleistung gefragt ist, benötigt ist und dadurch auch dann das Recht hast, jederzeit anzurufen. Ja. Also, das ist einfach mein Tipp, was du dann machst, jeweils. Ich gebe diesen Tipp in meinen Coachings und so weiter immer an alle. Was du dann letztendlich machst, bleibt dir überlassen.
Aber es ist wirklich schade, wenn du einfach dann einfach, sagen wir mal, ehemalige Interessenten einfach komplett verlierst, aus der, sozusagen aus, ja, total verschwunden sind dann halt einfach. Und deswegen arbeite ich auch so gern mit Social Media, denn wie LinkedIn zum Beispiel arbeite ich quasi Tag und Nacht, weil dort eigentlich in der Regel nie passiert, dass dich jemand, wenn er einmal mit dir verknüpft ist, wieder entknüpft. Ja. Ja, also jemanden, mit dem du da einmal verknüpft bist, mit dem bist du für immer verknüpft. So, das gewesen dann für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie einen Tipp geben. Und wenn da noch Fragen sind, einfach in die Kommentare. Ich poste es auf YouTube und dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, Happy Hunting. Ciao, ciao.